Ja, wir stehen hier heute direkt vor dem Abgeordnetenhaus am Denkmal für Hardenberg, einen der großen preußischen Reformer, die nach dem verlorenen Krieg gegen Napoleon damit begonnen haben, den modernen preußischen Staat aufzubauen. Leider spielt ja die Geschichte Preußens und überhaupt die Geschichte des 19. Jahrhunderts in unserem Schulunterricht nur noch eine untergeordnete Rolle. Wir als AfD-Bundestagsfraktion meinen, das sollte sich dringend ändern. Denn Preußen, das steht nicht nur für Militarismus oder Pickelhaube, was viele sonst so damit in Verbindung bringen, sondern Preußen steht auch für Befreiung der Bauern beispielsweise, für die Emanzipation der Juden, für die Reform des Heeres und für die Reform des Staates, insbesondere auch im Zusammenwirken mit Freiherr vom Stein dann die Reform des Kommunalwesens. Also kurzum, wir alle haben Hardenberg viel zu verdanken.